Habt ihr diese schöne Natur hier schon gesehen? Machen wir doch gleich ein Foto. So. Oh, ist ein bisschen sehr dunkel. Schauen wir nochmals. Blende 4 ganz offen. Verschlusszeit machen wir jetzt hier ein 25stel, sonst ist es zu dunkel. Und ja, super. Jetzt ist es dafür unscharf. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, seid ihr wieder dabei. Heute geht es um den ISO. Ja, was ist jetzt der ISO überhaupt? Der ISO ist eine Einstellungsmöglichkeit an der Kamera, um die Helligkeit des Bildes im Endeffekt zu beeinflussen. Der ISO ist jetzt nur die Empfindlichkeit vom Sensor, welche man einstellen kann, ist auch definiert als eine Zahl an der Kamera. Sprich, der ISO ist so im Rahmen von ISO 100 bis 50.000 circa. Das hängt ein bisschen von der Kamera ab. Gewisse Modelle können höher oder halt weniger höher raufgehen. Jetzt ist es so, dass bei tiefem ISO ist der Sensor nicht hochempfindlich, also niedrig empfindlich in dem Sinn. Das Bild im Endeffekt wird dunkler. Und beim hohen ISO wird das Bild im Endeffekt heller. Allerdings muss man ein wenig beachten, dass bei hohem ISO das Bild anfängt zu rauschen. Das seht ihr dann gleich später noch in einem Beispiel, was das auf dem Bild überhaupt für einen Einfluss hat. Jetzt für euch toll noch zu wissen ist, dass bei hohem ISO macht die Kamera nichts anderes, als sie lässt mehr Strom durch den Sensor und durch das wird der Sensor höher empfindlich. Hat für dich den Vorteil, dass du mit einer schnelleren Verschlusszeit fotografieren kannst oder mit einer offeneren Blende. Wir kommen jetzt zum praktischen Teil und das ist zuerst natürlich die Frage, wie stelle ich die ISO an der Kamera ein? Dazu ist bei mir die Taste angeschrieben, es kommt ganz darauf an, was für ein Modell das du selber nutzt. Bei mir ist es die Taste mit dem Minus, mit der Lupe. Wenn ich diese gedrückt halte, kann ich mit dem vorderen Wählrad die Blende umstellen. Es zeigt es mir hinten auf dem Monitor wie oben auf dem Schulterdisplay an. Je nach Kameramodell kannst du aber die Tasten auch selber programmieren. Ich habe bei mir im Fotomodus die Videotaste, die Rekordtaste, habe ich mir belegt mit dem ISO. Somit kann ich auch mit einer Hand, mit dem Zeigerfinger, kann ich die Taste drücken, gedrückt halten und dann mit dem vorderen Wählrad, mit dem Daumen, kann ich die ISO verstellen und das mit einer Hand. Jetzt vielleicht fragst du dich ja, wie sieht denn das aus mit hohem ISO und so weiter? Und für das zeige ich dir das jetzt. Wir gehen mit dem ISO hoch bis auf 10.000, was schon relativ hoch ist. Und ich werde hier jetzt mal ein Foto machen von den Bäumen, die ihr hier um uns seht. Das sieht dann so aus. Das Bild eingeblendet und wenn wir hier reinzoomen auf 100%, dann siehst du doch, man sieht etwas. Es ist ein leichter Sand, ein Krauseln auf dem Bild, was in den meisten Fällen nicht gewollt ist. Wenn du aber zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Bild machst, kann es ganz gut kommen, wenn du dann dort noch ein wenig Rauschen hast oder vielleicht im Nachhinein noch ein Korn dazufügst. Das ist jedem selber überlassen. Ich werde jetzt nochmal ein Foto erstellen. Für das gehe ich mit dem ISO natürlich stark runter. Ich bin jetzt auf 640. Und gehe dann mit der Verschlusszeit auf eine 30stel runter. Und das Bild seht ihr jetzt auch eingeblendet. Und wenn wir hier reinzoomen, seht ihr, das ist schon eine andere Klasse. Man sieht hier das Korn, das Rauschen praktisch nicht mehr. Und das ist der Unterschied, den man in diesen Bildern wahrnehmen kann. Ein Stilmittel, schlussendlich, wie ihr das einsetzt, ist euch überlassen. Schlussendlich ist es wichtig, dass ihr es versteht, was ist das Rauschen, von woher kommt es und wie setze ich es ein. Ja, jetzt habt ihr gerade die Beispielbilder gesehen von ISO 640 und ISO 10.000. Jetzt für mich persönlich gibt es dazwischen immer so einen Bereich, wo ich sagen muss, da merke ich das Rauschen dann schon und möchte es eigentlich nicht auf dem Bild haben. Bei meiner Kamera beginnt das so circa ab ISO 3200. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was ich aufnehme. Bei Porträts versuche ich den ISO wirklich darunter zu halten, da das Rauschen mehr stört. Und bei anderen Aufnahmen, Natur beispielsweise, da stört es mich weniger, da darf der ISO auch ein bisschen höher sein.
Beim Filmen und Fotografieren verhält sich der ISO übrigens genau gleich. Das Bild wird heller und dunkler und beginnt auch zu rauschen bei hohem ISO. Ansonsten verwende ich auch gerne mal einen hohen ISO, wenn es nicht anders geht, heißt in schlechten Lichtsituationen oder Lichtverhältnissen oder einfach aus Sicherheitsgründen, wenn ich eine bestimmte Verschlusszeit oder eine bestimmte Blende in einem Foto haben möchte, muss ich den ISO halt höher setzen. Nun haben wir mit der ISO den dritten Teil der Grundlagen abgeschlossen. Und somit geht es in die Praxis. Wir möchten dich motivieren dazu, dass du rausgehst, im M-Modus übst, mit den ISO, den Verschlusszeiten und mit der Blende zu spielen, in welcher Situation du was einstellen musst. Das liegt jetzt bei dir. Je mehr du übst, desto sicherer wirst du. Am Schluss kannst du dies blind bedienen, was auch ein großer Vorteil ist für dich, was viel Sicherheit gibt. Denn Automatikmodus wissen nie genau, was du hinter der Kamera aufnehmen möchtest, und darum ist es sehr wichtig, diesen Modus beherrschen zu können. Und wir freuen uns auf weitere Feedbacks und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, und bis dann, gutes Licht und tschüss.